Vielen Dank. Das sieht sehr interessant aus. Schwarzes Eis, das ist tatsächlich der Eistrend in diesem Jahr. Aber auch Cookie Dough mit rohem Keksteig ist ein echter Sommerhit. Aber lassen sich solche Profi-Eissorten eigentlich auch zu Hause nachmachen? Tja, momentan gibt es in den Discountern Eismaschinen so günstig wie noch nie. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie mit Eismaschinen für unter 100 Euro Eis herstellen können, das es sonst nur in schicken Eisdielen gibt. Noch nie waren angesagte Eissorten so verrückt wie heute. Eigentlich gibt es diese nur in professionellen Eisdielen. So, habt ihr Lust? Ja! Doch wir wagen das Experiment und lassen uns in deutsche Privatküchen einladen, um drei günstige Eismaschinen auf die Probe zu stellen. Alle Geräte stammen von etablierten Herstellern und kosten unter 100 Euro. Fehlt nur noch unser Eisexperte. Michael Caro, Junior-Küchenchef bei Sara Wiener, hilft bei unserem Eisexperiment. Los geht's mit dem letzten Schrei aus New York. Cookie Dough. Die bunte Kalorienbombe aus geeistem Teig und jeder Menge süßer Sünden erobert gerade Manhattan. Mit der preiswerten Eismaschine von Krups für ca. 75 Euro wollen wir den zuckerigen Hit nachbauen. Mit von der Partie sind Tina und ihre kleinen Schleckermäuler Stella und Luis. Sara Wieners Sous-Chef Michael Caro bringt die Eismaschine und das Rezept mit. So, habt ihr Lust? Ja! Dann fangen wir an. Also ich denke mal, das Cookie Dough ist bestimmt das Richtige für uns. Mit Kuchenteig und leckeren Schokoladenstückchen. Ganz süß und ja, lecker, oder? Was meint ihr? Ja. Also ich glaube, dass es lecker schmecken wird. Alles, was süß und bunt ist, edelt den geeisten Teig. Für den brauchen wir Schokolade, Butter, Zucker und Mehl. Wir pimpen mit Vanilleeis und benötigen dafür Sahne, Milch, Eier, Zucker und eine Vanilleschote. Den Kühlakku der Eismaschine haben wir gemäß Bedienungsanleitung 24 Stunden bei minus 18 Grad vorgekühlt. Und das Highlight? Lauter bunte Streusel, Marshmallows, Liebesperlen, Sterne. Oh. Cookie Dough ist eigentlich nur roher, geeister Keksteig, der nach Lust und Laune verziert werden kann. Wir fangen an mit dem Eis, weil das muss ja noch gefrieren. Sahne, Milch und die halbe Zuckermenge vermischen. Bei Eis sagt man immer, man macht ungefähr 15-20% Zucker rein, damit die Eismasse schön gefriert und nicht so große Kristalle bildet. Dadurch wird das Eis schön cremig und geschmeidig. Braunen Zucker dazugeben und verrühren. Die Vanilleschote öffnen und mit der Messerspitze das Vanillemark rauskratzen. Mit der Eismasse mischen und aufkochen. Ich würde auch immer empfehlen, eine echte Vanilleschote zu nehmen. Bei Pulver hat man auch oft gefärbte Baumwolle mit Aroma, wenn man nicht das teuerste kauft. Ja. Und hierbei kann man nicht übers Ohr gehauen werden. Das ist eine Schote mit Inhalt. Eigelb trennen, restlichen Zucker dazugeben, die Mischung über einem Wasserbad schaumig schlagen. Dann das Sahne-Milch-Gemisch dazugießen. Jetzt wird es spannend. Wir geben die Eismasse in die Eismaschine. Die Eismaschine sollte man nie ganz voll machen, nur zum Dreiviertel füllen, weil das Volumen vom Eis noch ansteigt durchs Gefrieren und durch den Zuckergehalt. Fehlt noch der Motorblock, der auf dem Deckel befestigt werden muss. Dabei den Rührarm in den Motorblock einführen. Selbst für den Profi nicht ganz einfach. Nach 10 Minuten rastet der Apparat endlich ein. In einer halben Stunde soll laut Hersteller die Masse zu Eis werden. Aber ist die kleine Eismaschine der großen Herausforderung gewachsen? Wichtigster Bestandteil beim Cookie Dough ist der geeiste Kuchenteig. Schokolade mit über 60% Kakaoanteil sowie Zucker, Butter und Mehl vermischen. Dann für mindestens 30 Minuten einfrieren. So, jetzt haben wir hier unser Vanilleeis. Dann machen wir unseren gefrorenen rohen Keksteig dazu. Nach 90 statt laut Hersteller 30 Minuten hat das Eis die gewünschte Konsistenz. Endlich darf nach Herzenslust dekoriert werden. Mama Tina probiert zuerst. Mmh. Lecker. Das ist echt lecker. Und was hält der Nachwuchs von der knallbunten Kalorienbombe? Fazit. Cookie Dough lässt sich zu Hause gut nachmachen. Bei der 75 Euro Eismaschine sollte man jedoch deutlich mehr Zeit einplanen. Unser nächster Trend, Black Ice. Woher die schwarze Farbe kommt, klären wir gleich.
Gelingt es uns überhaupt, das Profi-Eis zu Hause mit dieser günstigen Eismaschine für rund 90 Euro herzustellen? Wir sind zu Besuch im Tattoo-Studio von Alex und Freund Gunnar. Hi! Alex und Gunnar haben keine Ahnung, wo die schwarze Farbe herkommt. Denn die Zutaten sind Milch, Sahne, Kokoscreme, brauner Zucker, Rum und eine Kokosnuss. Davon brauchen wir das Kokoswasser, das Kokosfruchtfleisch und tatsächlich die Kokosschale. Zuerst Milch, Sahne, Kokoscreme und den braunen Zucker zum Kochen bringen. Caro empfiehlt aus hygienischen Gründen immer das Aufkochen der Masse. Ah, jetzt hört man es ja. Das wertvolle Kokosnusswasser auffangen. Denn das strotzt nur so vor Vitaminen und Mineralstoffen. Okay. Mhm. So, Kokosnusswasser, ne? Spricht von alleine auch sehr gesund. Mhm. Fügen wir hiermit zu gleich. Wir hämmern weiter, um das leckere Fruchtfleisch zu gewinnen. Ganz wichtig, die Schale in kleinere Stücke zerbrechen. Denn wir brauchen sie später noch. Das Fruchtfleisch mit einer Reibe raspeln und der Eismasse hinzugeben. Auch das Fruchtfleisch überzeugt mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen. Man spricht auch vom Edelweiß der Kokosnuss. Und jetzt kommt der große Trick. So wird das Eis schwarz. Mit einem Bunsenbrenner geht es der Kokosnussschale an den Kragen. Bitte nur draußen nachmachen. Beim Verbrennen der Schale entsteht sogenannte Aktivkohle. Die sorgt für die schwarze Farbe. Außerdem hat sie einen hohen Detox-Effekt, wirkt also entgiftend. Auf Zähnen löst sie sogar Ablagerungen. Die angebrannte Schale in einem herkömmlichen Mixer pulverisieren. So, und jetzt fügen wir unsere Kokosnussasche, die wir gemixt haben, ja, rühren wir jetzt hier unter. Je mehr Asche, desto dunkler später das Eis. Sämtliche Zutaten zusammen noch einmal aufkochen lassen. Danach abkühlen und in die Eismaschine gießen. Diese hat einen eingebauten Kompressor. Sie kühlt also selbstständig. Die Bedienungsanleitung verspricht eine etwa 30-minütige Zubereitungszeit. Dann wird es spannend. Pluspunkt für die Maschine, nach genau 30 Minuten hat das Eis die gewünschte Konsistenz. Richtig schwarz geworden. So richtig appetitlich sieht es ja nicht aus, so lecker irgendwie. Ja, das ist nicht. Sieht so ein bisschen aus nach Schlamm. Ne? Optisches Gewöhnungsbedürfnis. Ja. Aber vielleicht überzeugt ja der Geschmack. Auf jeden Fall ist das Eis mega gesund. Voll mit Kalium, Natrium, Eisen, Magnesium und. Finde ich super lecker. Ich finde es auch super gut. Mhm. Ja, der Kokosgeschmack ist voll da. Ne? Das ist mal das ultimative Kokoseis. Ja. Durch die Asche, Kokosasche, die da drin ist, wirkt es so ein bisschen crunchy zwischen den Zähnen. Ja, das ist ganz interessant. Ich finde die Konsistenz gut. Ja. Ist sehr cremig, ne? So. Ja. Auf jeden Fall. Das Black Eis ist zwar super lecker, doch zu Hause lässt sich das Profi-Eis nur mit hohem Aufwand nachmachen. Wobei sich die günstige Eismaschine für rund 99 Euro gut geschlagen hat. Weiter geht's mit einem Fitnesskracher aus roter Beete und Apfel. Eine Eismaschine von WMF für etwa 50 Euro soll dabei helfen. Unser Gastgeber heißt Markus und sucht ein kalorienarmes, gesundes Eis, das sich schnell zubereiten lässt. Doch kann man ein Sorbet auch ganz einfach zu Hause herstellen? Die Zutaten: Apfelsaft, Apfelmus, rote Beete und Birkenzucker. Rote Beete ist bekannt als besonders gesundes Gemüse. Der Küchenchef hat eine Geheimwaffe dabei. Die trendige Tonka-Bohne schmeckt nach Vanille, Marzipan oder Karamell und ist wesentlich intensiver. Als erstes kochen wir die rote Beete. Mmh, lecker. Die braucht am längsten. Details, wie lange ungefähr? Ungefähr eine Stunde und wir kochen die auch immer im Ganzen mit Schale, damit die Farbe schön erhalten bleibt. Schick. Die rote Beete samt Apfelmus, Apfelsaft und Birkenzucker in den Mixer zum Pürieren geben. Die Tonkabohne raspeln, aber aufgrund der großen Wirkung sparsam einsetzen. Endspurt beim Gemüse-Frucht-Sorbet, der kalorienarmen Vitaminbombe. Den vorgekühlten Akku in die Eismaschine einsetzen und das Gerät 30 Minuten arbeiten lassen. Vorkosten ist natürlich ausdrücklich erlaubt. Markus ist noch nicht überzeugt. Ich bin gespannt, wie es fertig ist. Als Topping wird ein Apfel in kleine Würfel geschnitten. Leider braucht die Eismaschine doppelt so lange, wie in der Beschreibung angegeben.
Nach über 60 Minuten kann das Gemüsefrucht-Sorbet endlich angerichtet werden. Bleibt nur noch der endgültige Geschmackstest. Lässt sich Markus doch noch vom ultimativen Fitness-Eis überzeugen? Lecker. Fast keine Kalorien, aber intensiver Geschmack. Einfach herzustellen. Nur für die günstige Eismaschine braucht man viel Geduld. Profi-Eissorten lassen sich auch zu Hause nachmachen. Eine günstige Eismaschine lohnt sich also.